Hallo, heute lernen wir miteinander den zweiten Walzer von Dmitri Schostakowitsch. Los geht's, an die Tasten. Wir beginnen mit der linken Hand. In einer Zeile stehen immer vier Takte. Wir beginnen mit dem ersten Takt. Die linke Hand spielt immer das Gleiche. Immer C. Ja, mit 5 und SG mit 3-1. Das ist der C-Moll-Akkord, aber das braucht ihr euch nicht zu merken. Wir spielen miteinander die linke Hand, Takt 1 bis 4. Und wir beobachten jetzt Takt 5 bis 8, die zweite Zeile. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, dass die linke Hand gleich bleibt. Immer noch dieser C-Moll-Akkord. Wir gehen jetzt weiter zur dritten Zeile, Takt 9 bis 12. Takt 9 und Takt 10 bleiben gleich. In Takt 11 gibt es einen Wechsel, der kleine Finger geht zum D und der Zeigefinger zum Ass und der Daumen zum C. So, nochmal Takt 9 bis 12. Jetzt D, Ass, C. Die vierte Zeile, Takt 13 bis 16. Dieser Akkord bleibt. Jetzt gehst du mit dem vierten Finger aufs D und spielst F, G. Nochmal. Auf D, F, G, Pause. Und die letzte Zeile, Takt 17 bis 20. Der kleine Finger geht jetzt zum H, das B wurde aufgelöst und die anderen beiden Töne sind F und G. Und zum Schluss wieder C, S, G. Das war die erste Seite. Es hat nur drei oder vier verschiedene Akkorde. Dieser C-Moll-Akkord. Dann in Takt 11 dieser F-Moll plus Sechste. Das braucht euch aber nicht zu merken. D, Bass C. Und in Takt 15. Das ist ein G7 mit D im Bass. In Takt 17 der G7 mit H im Bass. Und wieder C-Moll. Drück auf Pause, halte an und übe diese linke Hand auf der ersten Seite. Wenn du soweit bist, dann schalte wieder ein. So, jetzt spielen wir die rechte Hand. Takt 1 bis 4, da hat die rechte Hand Pause. Und in Takt 5 spielen wir ein G, S, D, C. Ja, nochmal, spielt mit. 5, 3, 2, 1. Das C im Takt 7 ist ein langes C, ihr seht den Bogen, das ist ein ganzer Takt, drei Schläge und dann wird noch ein C vom nächsten Takt ausgehalten. Ich spiele das Ganze und spiele dann weiter. Jetzt den
und den vierten aufs G. As, G, F. Einmal zum Mitspielen. Ich beginne in Takt 8 auf die 2. Und C, D. Schalte auf Pause und spiele diese Stelle 2-3 Mal. Wenn du soweit bist, dann geht's weiter in Takt 13. Ja, der vierte Finger liegt auf dem F, der zweite auf D, der erste auf C, der zweite geht drüber aufs H. Das ist das Auflösezeichen, also nicht B spielen. Die Note wird wieder länger ausgehalten und ich spiele weiter im Takt 16 auf die 2. Unter der zweiten Hilfslinie, das ist das G, H, D. Der Daumen zieht nach auf das H, der zweite geht aufs D, der dritte aufs F, der vierte auf G, der fünfte auf As. Nochmal Mitte Takt 16 zum Mitspielen. Der Daumen liegt auf dem G. Schalte auf Pause und spiele auch diesen Abschnitt 2-3 oder auch 4 oder 5 Mal, bis du dich sicher fühlst. Wenn wir jetzt immer bogenweise die rechte Hand, beide Hände spielen, wird es einfacher. Zweite Zeile. Nimm dir die Zeit, spiel es oft langsam und es geht weiter mit dem zweiten Teil.